Guten Morgen, Allwissende. Oh, der Daddelclub hat mir eine Videoantwort geschickt. Ja, und zwar haben wir eine Frage, die wir gerne stellen möchten. Kein Problem, OG, solange es nicht wieder um irgendwelche Besen geht. Wir würden dich gerne fragen, warum Menschen so gerne spielen. Warum wir spielen? Nun, das ist eine sehr interessante Frage, lieber Daddelclub. Schließlich ist Spielen, ob Fußball, Schach oder Minecraft, eigentlich immer völlig sinnlos und reine Zeitverschwendung. Es sei denn, du bist Lukas Podolski, Garry Kasparov oder Gregor Onk. Aber in den allermeisten Fällen sind die prachtvollen Bauwerke aus deiner Minecraft-Welt nichts weiter als umso sortierte Magnetstifte auf einer Festplatte und in der materiellen Welt vollkommen wertlos. Aber warum spielen wir dann trotzdem? Weil Zocken einfach richtig Spaß macht? Deshalb auch. Aber es ist ja so, dass wir im Leben nicht einfach machen können, was wir wollen, denn die Welt ist voller Regeln. Es gibt zwischenmenschliche Regeln. Ich wollte damit nicht sagen, dass du zu hässlich bist. Vielleicht sind die anderen einfach nur zu hübsch. Es gibt rechtliche Regeln. Ich wollte das nicht stehlen, ich wollte es nur ausborgen. Für immer. Und es gibt die Regeln der Physik. Oh, das tut ja weh. Und auch im Spiel gibt es immer Regeln. Natürlich in kleiner, stark vereinfachter Form und manchmal herrschen im Spiel andere Regeln als im wahren Leben. Aber es geht immer darum, im Rahmen dieser Regeln ein Ziel zu erreichen, so wie im Leben. Deshalb lernen Kinder im Spiel mit den Regeln des Lebens zurechtzukommen. Oder auch nicht. Aber warum spielen dann Erwachsene noch? Weil Zocken einfach richtig Spaß macht? Deshalb auch. Aber Spielen hat noch mehr Vorteile, denn Erwachsene kommen mit den Regeln des Lebens manchmal schon ein bisschen zu gut zurecht. Wenn man einmal weiß, wie etwas geht, probiert man keine neuen Wege mehr aus und fängt an, in festgefahrenen Bahnen zu leben. Wenn sich dann plötzlich die Regeln ändern, weiß man nicht mehr, was man machen soll. Ich fahre seit 10 Jahren dieselbe Strecke und es war hier noch nie zugestaut. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Im Spiel hat man die Möglichkeit, neue Wege auszuprobieren, ohne dass Fehlschläge irgendwelche schwerwiegenden Konsequenzen haben. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier... Geronimo! Das hilft im Leben zwar selten im direkten Sinne, aber man lernt, über seinen Tellerrand hinauszuschauen und trainiert seine eigene Kreativität. Ah, ich fahre einfach rechts ran und nehme die U-Bahn. Wenn ich nicht ständig Minecraft zocken würde, wäre ich da nie drauf gekommen. Naja, und außerdem macht Zocken einfach richtig Spaß. Lieber Daddelclub, ich hoffe, ich habe euch genug Ausreden fürs ständige Zocken geliefert. Wer noch mehr davon kennt, kann sie ja in die Kommentare schreiben. Tschüss und bis bald.